Hallo liebe Erzählfreunde, seid gegrüßt zu einem weiteren Video von meiner Seite und zwar zum Thema Skysurfer. Skysurfer 2000 mm habe ich mir zugelegt. Ihr habt ja das Unboxing-Video vielleicht von mir schon gesehen. Dieser Skysurfer 2000, jetzt mal der Rumpf nochmal, um das Ganze mal in Erinnerung zu bringen. So sieht das gute Stück aus vom Rumpf her. Dieses Skysurfer 2000 möchte ich jetzt zusammenbauen. Der ist zwar ready to fly, also ein RTF-Modell, allerdings muss man auch bei einem ready to fly-Modell den ein oder anderen Handschlag noch tätigen, damit man das Ding auch wirklich in der Luft bekommt. Ihr seht ja selber, man hat zwar den Rumpf, aber da fehlen die Flügel dran, die Heckflossen fehlen komplett, müssen auch noch montiert werden und es gibt so Kleinigkeiten zu beachten, die ich euch erzählen möchte, hier beispielsweise mit dem Seitenruder oder dem Querruder, was man da vielleicht beachten sollte. Ich habe mir einen anderen Propeller zugelegt und das möchte ich euch alles zeigen. Ich möchte euch in diesem Video mal zeigen, wie ich das Ganze zusammenbaue und ihr seid immer live dabei. So, gleich zu Anfang vorweg möchte ich euch erstmal die Geschichte mit der Luftschraube präsentieren. Das ist die Original-Luftschraube, so wie sie dabei ist. Ich habe sie hier noch im Beutel drin, damit mir die ganzen Clipper-Sachen jetzt nicht rausfallen. Die brauche ich jetzt noch nicht. Aber ihr seht schon, diese Luftschraube, das ist so ein verkrüppeltes Teil. Man hat da wirklich eine Luftschraube genommen, die wahrscheinlich hier so groß war und hat sie einfach abgeknipst. So sieht das zumindest aus. Hat die dabei gelegt. Funktioniert wahrscheinlich, wird aber mörderisch laut sein und sehr uneffizient sein. Das heißt, diese Luftschraube wird dafür sorgen, dass die Flugzeit stark reduziert wird. Aus diesem Grund heraus habe ich mir überlegt, ich kaufe mir eine andere Luftschraube. Und zwar habe ich mir dieses Modell von der Firma Graupner, diese recht bekannten E-Prop Luftschrauben. Ich halte es mal in der Kamera. So sieht das gute Stück aus. Diese Luftschraube mit den Daten 9x5, also 9 Zoll hat die. Das heißt, die hat irgendwo roundabout 23 cm im Durchmesser, wird aller Wahrscheinlichkeit nicht ganz passen. Die wird eventuell hier unten, wenn ich richtig gemessen habe, ganz leicht, obwohl es könnte passen, wenn nicht, hätte ich sie hier an den Spitzen leicht gekappt. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Alternativ dazu, weil ich noch nicht weiß, ob eine 3-Blatt oder eine 2-Blatt vielleicht besser ist, habe ich mir nochmal das gleiche Modell im Prinzip als 2-Blatt geholt. Auch 9x5. Die beigefügte ist, glaube ich, eine gerne verkrüppelte 8x7. Ich denke mal, mit einer 9x5 fliege ich ganz gut damit. Ich werde es ausprobieren. Wenn nicht, muss ich mir eine andere holen. Ganz wichtig dabei ist natürlich noch den Durchmesser. Wir haben hier einen 6er Zapfen am Motor. Die Luftschraube hat ein 8er Durchgangsloch und ich musste mir natürlich ein Reduzierstück dafür besorgen, damit die Luftschraube entsprechend ruhig läuft. Bei der Graupner E-Prop 9x5, diesem 2-Blatt, haben wir eine Stufenbohrung drin. Das heißt, es ist auch relativ neu. Bei denen denke ich mal, das war sonst nie der Fall. Also die reduziert sich von 10 oder von 8 auf 5 oder 6, nee, auf 6 runter. Nee, sogar 5 meine ich. Naja, gut, da müsste ich halt ein bisschen aufbohren. Aber kein Ding, falls ich die verwende, muss ich sie aufbohren. So, was haben wir noch als nächstes? So, womit fangen wir an? Ganz einfach, ach, ich habe hier noch etwas mit zugelegt. Und zwar von Uhu. Den Uhupor, das ist ein Styroporkleber, einer von Uhu speziell entwickelt. Den habe ich mir jetzt zugelegt, ich weiß aber nicht, ob ich den bei diesem Modell verwenden werde. Der soll sehr, sehr gut sein, wenn man mit ja, diese geschäumten Materialien arbeitet, also sprich diese Schaumwaffeln, wenn man damit fliegt, soll dieser Uhupor sehr gut sein. Hat einen Vorteil gegenüber beispielsweise meinem eigentlich favorisierten Zaki. So sieht die Flasche aus. Das ist Sekundenkleber, sehr dünnflüssig. Dieser Sekundenkleber braucht allerdings vielleicht eine Minute, bis er richtig anbindet. Das heißt, man hat noch so eine gewisse Restzeit, um irgendwelche Korrekturen vorzunehmen, bis er das Ding richtig abgebunden hat. Wird sehr hart, das Ganze, super fest.
Aber hart bedeutet auch spröde, das heißt, der Nachteil von diesem Kleber ist, er wird hart und somit spröde. Dieser hier, wenn der durchgehärtet wird, das heißt, er härtet nicht wirklich durch, dann haben wir so eine gummiartige Geschichte, das heißt, man hat eine gewisse Elastizität. Den hier würde ich beispielsweise sehr viel in beweglichen Teilen einsetzen, jetzt auf Höhenruder, Seitenruder, Querruder, also irgendwelchen Klappen, die sich bewegen müssen, vielleicht würde ich den einsetzen. Oder wenn ich bei der Montage Schwierigkeiten im Vorfeld schon erkenne und denke, naja, ich muss da vielleicht ein bisschen länger ausrichten, da macht mir vielleicht der Sekundenkleber einen Strich durch die Rechnung, da bin ich gar nicht so schnell mit dem Ausrichten, dann würde ich diesen hier favorisieren. Nachteil ist, wie gesagt, 24 Stunden, wenn man den nass verwendet, also sprich auftragen, Flächen voreinander, muss man 24 Stunden Zeit mitbringen, bis das wirklich trocken ist. Also wenn man noch am selben Tag, wo man baut, fliegen möchte, wäre dieser hier nicht zu empfehlen. Ja, so viel dazu. Jo, was ist als erstes bei dieser ganzen Geschichte zu beachten? Was mir aufgefallen ist, erstmal die Anleitung. Das sind nur winzig kleine Bildchen. Ich hab zwar eine Brille auf, aber ich musste selbst unter meine Lupe am Schreibtisch gehen, an meiner Werkbank, um hier zu erkennen, was die wirklich hier machen wollen. Es ist äußerst schlecht beschrieben. Das ist der Nachteil. Ja gut, dafür war er günstig. Ist ready to fly, das heißt, die paar Kleinigkeiten, die kann man sich ja für Fingern abzählen, was gemacht werden muss. Was mir aufgefallen ist, gleich vorweg, nehmen wir mal ein, das Höhenruder. Ich hatte ja in meinem Video euch gezeigt, dass dieser Hersteller sogar hier Kunststoffscharniere, so Gelenke eingearbeitet hat. Supi, und nicht nur eins, wie ihr seht, ritsch. Hier sind es sage und schreibe 6 Stück, die hier verarbeitet wurden. Super. Der hat allerdings auch hier noch weiterhin seine Ausdünnungsstelle, die gleichzeitig auch noch als Scharnier, als, ja, bei einer Filmscharnier würde ich mal sagen, nee, als Scharnier dienen soll. So, jetzt ist mir Folgendes aufgefallen. Ich kriege das Ding wirklich nur mit roher Gewalt bewegt. Das heißt, für mich, dieses hier, dieser Stich dazwischen, der funktioniert nicht so gut. Ich habe dann mal Folgendes gemacht. Diese gleiche Geschichte war auch hier bei dem Seitenruder. Hier war auch so 3 Scharniere. Und bei diesem Seitenruder bin ich hergegangen und habe hier das dazwischen mit einem Teppichmesser oder einem anderen scharfen Gegenstand könnt ihr es machen. Ich habe das mit dem Teppichmesser rausgeschnitten und siehe da, das Ding lässt sich super leicht bewegen und ist absolut fest. Also ist meiner Meinung nach, sehe ich es nicht in der Anleitung, ich finde es nicht. Wenn ihr euch den Sky Surfer holt, schneidet euch dieses hier schön sauber aus und auch großzügig, dass ihr ordentliche Anstellwinkel produzieren könnt. Vielleicht der eine oder andere möchte seine Querruder ja auch als Landeklappen verwenden und da brauchen wir schon einen gewissen Anstellwinkel, damit das überhaupt funktioniert. So, jetzt ist hier nochmal, hier haben wir 4 Stück drin und es geht sauschwer. Sauschwer. Ne? Also ich habe wirklich Mühe, ich habe echt Angst, dass mir hier diese Dinger hier kaputt brechen, weil durch dieses Biegen stützt sich das hier auf diesem Styropor ab und dann verändert sich dieser Biege oder der Drehpunkt. Und dann habe ich Angst, wenn ich hier weitermache, dass mir diese Dinger kaputt gehen. Also, wie gesagt, ich habe das beim Seitenruder probiert. Ich habe das freigeschnitten und geht super easy. Also, macht das. Ne? Ich werde das jetzt bei allen anderen auch so freischneiden und dann werden wir weiter montieren. Okay. So, die Ruder sind jetzt alle soweit freigeschnitten. Ich möchte euch das mal ganz kurz zeigen, den Unterschied jetzt. Jetzt fallen die schon fast von alleine runter. Ja, hier kann man auch ordentlich einen Anstellwinkel produzieren. Die gehen jetzt super leicht, ist bombenfest trotzdem. Also wichtig, Leute, schneidet euch die Dinger frei. Wenn ihr das nicht macht, habt ihr hinterher ein Problem mit dem Servo oder irgendwas bricht hier kaputt, was ihr eigentlich nicht wolltet. Das geht jetzt butterweich. So wie es sein muss. Super.
So, was müssen wir als nächstes machen? Ja, ich würde sagen, als nächstes müssen wir das Heck zusammenbauen. Kommen wir jetzt erstmal zu unserer Montagegeschichte, so wie ich das sehe. Hier haben wir eine Kammer. Das Ganze ist T-förmig aufgebaut und wird wahrscheinlich dann hier mit verschraubt. So, das heißt, dieses Teil muss hier rein. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das überhaupt da reinpasst. Es passt sehr gut. Es passt überraschend gut. Sitzt drin, an und für sich bombenfest. Wird dann hier drauf montiert. Aber was ich machen werde, ist dennoch, ich werde dieses Stück hier mit ein paar Tropfen Sekundenkleber natürlich sichern. Nicht, dass das irgendwelche Kräfte das Ding auseinanderreißen wollen. Ich werde jetzt nicht mit dem Kleber übertreiben, weil das relativ gut festhält. Ne? Ich werde hier in diesen Nuten einfach ein paar Tropfen reinmachen, das Ding reindrücken, fertig. So, als nächstes kommen wir zu unserem Anlenkarm, der unsere Höhen- und Querruder und Seitenruder bewegt. Das ist so ein kleines Plastikteil. Der Hersteller von diesem Modell hat sich dazu entschieden, und das finde ich sehr gut, alle Teile gleich zu gestalten. Das heißt also, man muss jetzt nicht darauf achten, wo welches hinkommt, die sind alle gleich. Wo man aber darauf achten sollte, und das ist geometrisch bedingt, ich hoffe, man kann das hier im Video sehen, es gibt schon einen Unterschied da. Ich könnte den so rum oder so rum anbauen. So, das Entscheidende ist dann hier zu sehen. Und zwar, wenn ich den jetzt so rum anklipse, also anklebe, so rum. Und ich hätte hier meine Anlenkstange herlaufen. Hier kommt noch dieser Pin dran, der diese Anlenkstange einklemmt. Und ich schlage jetzt das Ruder ein. Wie soll die Stange da hinkommen? Ich meine, wir werden nicht so extrem einschlagen, aber es wäre von der Sache her sehr ungünstig. Da ist es dann besser, und da sollte man darauf achten, dass der so montiert ist. So geht, kein Problem. So haben wir auch noch eine Chance dran zu kommen. Also so rum ankleben, ganz wichtig. So, und das werden wir jetzt mal einfach machen. Hier übrigens, Kunststoffteil sitzt schön fest drin, habe ich eingeklebt. Und jetzt kleben wir unseren Anlenkarm hier mal ein. Dafür nehme ich wieder mein Zacki. Ich reibe diese Bereiche schön ein, dass das Ding ja gut klebt. Weil wenn das Ding sich löst, haben wir ein echtes Problem. So. Und jetzt wieder darauf achten, dass er richtig rum angeklebt wird. Ja, das Ganze einmal schön satt hier reindrücken. Und Zacki macht es möglich, Ding sitzt. Nicht? Was ich auch dann immer noch dazu mache, die Spalten, die jetzt hier entstanden sind, lieber ein bisschen mehr Sekundenkleber, weil wenn sich hier was löst, haben wir ein echtes Problem. Mit diesen komischen Plastikdingern steht und fällt so ziemlich alles. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn das Ding nicht löst, dann fällt der Flieger unkontrolliert vom Himmel. So, das lasse ich jetzt nochmal in Ruhe trocknen. Da kommen dann gleich diese Metallteile rein, die das Anlenkgestänge aufnehmen. Und diese Arbeit führe ich jetzt bei allen anderen Höhen- und Querruder auch durch. Auch da müsst ihr drauf achten, wie rum. So. So, liebe LC-Freunde, der nächste Schritt, das Einkleben der Stützräder, die sich in den Tragflächen befinden. So sehen die guten Teile aus. Das ist dieses die Kunststoffaufnahme. Diese Rädchen, jetzt werden viele sagen, ich möchte vielleicht gar nicht mit diesen Rädchen fliegen. Ja, das hat der Hersteller sehr pfiffig gelöst. Und zwar hat der nämlich hier eine Spange eingebaut. Wenn das hinter eingeklebt ist, wird man das relativ einfach mit den Fingernägeln kurz andrücken und dann kann man das Ganze herausnehmen und das Rad letztendlich zur Seite ziehen und dann ist das demontiert. So, diese Demontage müsst ihr in jedem Fall machen, bevor ihr das einklebt, weil sonst klebt ihr nämlich die Spange mit fest
und dann ist nichts mehr mit Demontieren. Also ganz wichtig, alle beweglichen Teile einschließlich dem Clips abmontieren und dieses Teil in die Tragfläche einkleben. Das werde ich jetzt als nächstes machen. Okay, so sieht dieses Teil jetzt aus. Das kleben wir mal ein. Ja, hier müssen wir ein bisschen darauf achten, dass unten dieser Sitz nicht so mit Klebstoff vollläuft, den wir hinterher als Platz brauchen für die Spange. Ja, nicht, dass das da unten so sehr vollläuft. Also in diesem Fall darauf achten, auch hier, dass hier nicht gleich irgendwie die Bohrung vollläuft. Also man muss hier schon jetzt so ein bisschen genauer hingucken. Das heißt, ich würde tendenziell diesen hinteren Bereich, hier die Auflagenflächen und auch hier diesen Bereich mit Kleber versehen. Allerdings übertreibt nicht damit, sonst säuft euch das ganze Stück ab und ihr habt hinterher ein ernstes Problem. Also ich mache jetzt hier was drauf, da Tropfen hin. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier kann ich was hinmachen. Es dürfte nicht hinein, den Rand so ein bisschen mit Klebstoff versehen. So. Hier unten der Stich, der Mittelstich, der kriegt auch noch ein bisschen was. So, das war's. Und Montage. So, sieht schon mal gut aus. Ich mache noch ein bisschen zusätzlich, hatte ich ja schon gesagt. In diesem Fall ist es allerdings nicht lebenswichtig. Es wäre nur blöd, wenn man im Flug Handrad verliert. Macht sich nicht so gut. So. Den Rand noch ein bisschen mit Kleber versehen. Okay, das muss jetzt aushärten. Bloß den Clips nicht einstecken, sonst habt ihr den drin sitzen und das war's. Die Clips legen wir beiseite, das Rad auf und die ganze Geschichte machen wir jetzt am zweiten Fahrwerk oder am zweiten Flügel auch. So, liebe LC-Freunde, nachdem die diversen Teile jetzt getrocknet sind, kommt nun der nächste Schritt. Wir montieren das Heck. Das Heck ist eigentlich so vom Hersteller aufgebaut, dass man ohne Kleber klarkommt. Das heißt, man kann dieses Teil, das Heck, wirklich zusammenstecken und verschrauben. Hier kann man das ganz gut sehen. Hier sind Schraubenöffnungen. Die greifen hinterher durch dieses Kunststoffteil. Ich versuche das mal ein bisschen euch zu zeigen. Die gehen lang durch dieses, das heißt, durch dieses Heck. Hier gehen die lang durch diese Öffnung und werden von der Unterseite mit einer beigefügten, ich will das mal kurz ins Bild zeigen, eine selbstsichernde Mutter fixiert. Die Finne wird des Weiteren sehr formschlüssig und stramm hier eingeführt und ist durch diese Nase eigentlich nicht mehr in der Lage herauszukommen. Des Weiteren ist sie ja auch noch verschraubt. Also meiner Ansicht nach braucht ihr hier überhaupt keinen Klebstoff. Ich bin der Meinung, man kann das montieren und wenn alles okay ist, kann man von außen noch den einen oder anderen Tropfen zur Sicherheit anbringen. Ich werde das Ding einfach jetzt mal montieren. Ich habe schon überlegt, wie ist die günstigste Reihenfolge. Meiner Ansicht nach ist es so, wir schieben als erstes dieses Teil hier rein. Hier muss man ein bisschen Gewalt aufbringen, weil das doch sehr stramm in dieser Position sitzt. Und wenn ich das eingeführt habe und runtergedrückt habe, kann ich es leicht nochmal hochhebeln, schiebe die Höhenflosse an der Position in die Bolzen, drücke den runter, stecke die Schrauben durch und sichere das Ganze. Das machen wir jetzt mal. Also, ihr seht schon, das Ding geht wirklich stramm rein, immer drauf. Und das Ergebnis schaut jetzt wirklich so aus. Das Ding ist fest verschraubt und bombenfest, das Ding. Da löst sich gar nichts mehr. Ich überprüfe gerade mal den Winkel. Das sieht eigentlich supi aus. Sieht wirklich gut aus. So, die Montage wäre somit auch erledigt. Was können wir als nächstes machen? Als nächstes würde ich vorschlagen, wir montieren jetzt hier unsere Verbindung zum Höhen- und Seitenruder. Die Anlenkgeschichte, dass wir das soweit schon mal einstielen. Meine Heckgeschichte ist soweit installiert. Die Anlenkung ist verschraubt. Ich weiß nicht, ob man das im Video sieht. Ich halte das mal hier hin. So schaut das aus.
Und hier unten sieht das Ganze nochmal so aus. Ich habe mich jeweils für das zweite Loch von oben entschieden. Je weiter ich zu meiner Klappe hingehe, umso weniger Weg muss der Servo machen, um einen recht großen Ruderausschlag zu bekommen. Je weiter ich nach unten gehe, umso mehr Weg muss der Servo machen. Oder andersrum gesagt, bei vollem Ausschlag vom Servo habe ich relativ wenig Ruderausschlag. Also je weiter ich davon weggehe, ne? Je dichter ich an den Drehpunkt rankomme, umso mehr Ruderausschlag habe ich. Ich habe mich für das zweite Loch erstmal entschieden. Ich will mal schauen, wie das Ganze dann ist. Wichtig ist, wenn man sich dann festgelegt hat, dann sollte man die Schrauben vielleicht mit dem ein oder anderen Tropfen Sicherungslack versehen. Nicht, dass die sich unterwegs öffnen und das Ganze auseinanderfällt. Ganz wichtig. So, was ist der nächste Schritt, den wir tätigen müssen? Natürlich hier unsere Tragflächen. Die nächste Überraschung, angenehme Überraschung, möchte ich euch zeigen. Und zwar, ich habe den Servo geöffnet, also sprich die Klappe geöffnet. Und so sieht das Ganze aus. Also man hat das nicht einfach nur in der Tragfläche reingeklebt, sondern man hat das gute Stück richtig hier so eine Kunststoffbox eingeklebt, wo dieser Servo montiert wurde. Das heißt, auch eine Demontage von diesem Servo, wenn der denn mal das Zeitliche segnet, ist überhaupt kein Problem, man muss da nichts rausschneiden oder so. Das Ganze ist verschraubt. Echt super. Muss ich sagen, Hut ab, Chapeau. So sieht das Ganze aus. Ich muss natürlich jetzt hier ein bisschen friemeln. Wahrscheinlich muss ich den Servo auch noch abschrauben, damit ich diese Geschichte hier eingehakt bekomme. Oder ich muss diesen Servoarm einfach demontieren. Wahrscheinlich ist es einfacher, diesen hier die Schraube zu lösen, Servoarm raus, dann frückle ich diesen Draht dran, schraube das wieder fest und schließe den ganzen Deckel. Und schon sind wir im Showgeschäft. So schaut das Ganze mittlerweile aus. Ich habe wirklich, am einfachsten war es wirklich gewesen, in diesem Fall das Servohorn zu lösen. Dann kann man das herausnehmen, man kann diesen Metallarm einhaken. Und dann muss man mal schauen, so mechanisch, ob wir am Ende sind oder nicht. Nicht? Das sind sehr schwergängige Servos, also ich denke mal, die haben ordentlich Kraft. Stelle den mir dann ungefähr wieder auf die Mitte. Wahrscheinlich muss ich den sowieso, und nachdem ich den unter Strom gesetzt habe, eventuell nochmal lösen, um den dann entsprechend auf Mittenstellung zu korrigieren. Das sehen wir hinterher. Wir gehen mal davon aus, dass alles richtig ist und montieren jetzt dieses gute Stück hier und schauen mal, was dann passiert. So, das ganze Stück wird hier eingehakt. So, sieht das aus? Schauen Sie das vor und auf der Seite und dann mal. Ja, sehr besser an dieser Arm. Ich montiere das selber. Er findet sich jetzt gleich auf der Innenseite. Das sieht sehr, sehr klar aus. Und ich muss ja hinkommen. Also, hängen wir auf der Außenseite. Also, wenn wir hier sind, passen wir besser an den Fluss. Also, und entsprechend, wir haben den Servohorn. Der Draht am Servohorn, das Steuergestänge, ist jetzt auf der Innenseite vom Servo eingehakt. Jetzt kommen wir zur Montage der Tragflächen. Jetzt kommt der große Moment. Wir müssen ja dieses Rohr, dieses Glasfaserrohr irgendwie montieren. Und wie ihr sehen könnt, stoßen die Flächen bei der Montage so voreinander. Das heißt, wir haben hier eine Lücke. In dieser Lücke muss ja an und für sich mittig dieser Stab sitzen, dieses Rohr. Und diesen Abstand, den messe ich mir. Und genau auf der Mitte vom Stab mache ich mir jetzt ein Klebeband hier hin. Dann weiß ich immer am Flugplatz, wenn ich montiere, das dagegen und dann den Flügel drauf. Und dann ist das auch gleichmäßig in den Tragflächen dieses Stück Rohr verteilt. Das ist darum wichtig, weil wir ja, wie gesagt, hier unten drunter unsere Bohrung haben, die hinter dieses Rohr klemmt. So, damit sich das nicht auseinanderzieht. Die Flächen verhaken sich nicht selbst ineinander, sondern das Ganze wird mit diesen Schrauben gesichert. So, da muss ordentliche Sorgfalt drauf gelegt werden, wenn das nämlich nicht richtig montiert ist. Man dreht die Schraube rein, man meint, man hätte es fixiert und dann gehen die Tragflächen auf einmal im Flug auseinander. Das wäre nicht so gut. Also, wir machen Folgendes, messen die Lücke, wie groß ist die,
wählen uns ein Klebeband, was ungefähr die gleiche Breite hat, so ein Kreppklebeband. Wenn nicht, müssen wir es uns zurechtschneiden, wickeln das hier drum und dann haben wir auch gleichzeitig bei der Montage einen Anschlag für die beiden Dinger. Wir stecken das ja zuerst in einer Seite rein und dann stecken wir das so mit der Tragfläche zusammen. Kann das nicht mehr verrutschen. Das machen wir jetzt. Wir machen jetzt Folgendes. Ich mache mir einfach nur eine Markierung hier auf dieses Röhrchen, was ich vorhin gesagt habe, dass das verhindert, dass das zu weit reingeschoben wird. Ist nicht ganz wichtig, weil wir dummerweise hier, warum auch immer, das habe ich noch nie gesehen, dieses Rohr wird über das Eingebaute geschoben und somit hilft mir dieses Klebeband eigentlich nur, mich zu orientieren. Es hilft mir nicht dabei zu sagen, jawohl, so weit darf ich reinschieben, so weit muss ich rausgucken. Was ich machen kann als Unterstützung, wäre jetzt eigentlich nur zu messen, wie weit sind die Röhrchen voneinander entfernt, dass ich sage, wenn ich es hier drüber schiebe, dass ich eine Markierung zum Styropor habe. Das ist das Einzige, was ich jetzt machen könnte. Oder ich mache mir, ich wollte erst Tesafilm nehmen, aber ich könnte mir ja mit Kreppband an den Stellen Kreppband kleben, dann weiß ich, bis hierhin und das andere bis dahin. Das werde ich wohl jetzt auch machen. Das macht am meisten Sinn. Das heißt, wir haben 15 Meter. Wir haben einen Maßstab von 51 cm. So, 51, das wäre etwa 11 davon. Sind natürlich 25 cm. Ich stelle die jetzt erstmal. So, da ist die Mittelmaßstab. So, von dieser Seite aus müssen wir jetzt 15 Meter. Zurück jetzt auf 13 Meter. Also müssen wir auf 23 gehen. Das wäre jetzt hier die Stelle, wo ich die Markierung so später mal mit dem Kreppband nehmen soll. So, 55, 23, 26, 27, 28. Hier, hier nochmal. Und das Ganze hier, das ist einfach. So, hier mal. Das ist jetzt einfach hier an den Maßstab. So, geht um den Meter. Ich muss jetzt hier und weiter. So, die erste Strecke. So, das Ganze auf der anderen Seite. Das machen wir jetzt, bevor wir das Röhrchen verschieben, wenn wir die zweite Geschichte montieren. Ja, ich habe jetzt hier einen Schraubendreher, der ist alles andere als geeignet. Man muss jetzt die Kunststoffgewinde, da sollte man vorsichtig den Anfang suchen. Ich drehe den jetzt mal fest. Ja. Tatsächlich. Hält bombig. Supi. Okay. Hier die Schraube reindrehen und das Ding. Ich denke mal, da ist eine Zange drin. Wenn wir die Schraube anziehen, greift die um das Rohr und krallt sich fest. Okay. So, eine kleine Korrektur noch. Bei dem Unboxing-Video habe ich gesagt, dass die sogar Servo-Verlängerungskabel dabei haben. Ich muss mich korrigieren. Das ist ein Y-Kabel. Das heißt, ich kann hier ein Querruder einstecken, hier das zweite Querruder einstecken und das Ganze auf einen Kanal am Empfänger einstecken und habe im Prinzip über einen Kanal beide Servos gesteuert. Das machen wir natürlich nicht. Warum? Ich möchte ganz gezielt in meiner Steuerung jedes Servo einzeln ganz gezielt ansteuern können. So wäre das nicht möglich. Sie würden beide nur parallel sich bewegen. Und so, ich mache auch wieder ein Kabel dran, aber das dient nur zur Verlängerung, weil die doch, glaube ich, recht kurz sind. Der große Moment ist gekommen. Die Tragflächen werden montiert. Ich weiß nicht, ob man das Hochzeit nennt, auch in diesem Bereich. Zumindest ist es immer ein großer Moment, wenn die eigentlichen Tragflächen das erste Mal montiert werden. Ich muss hier mit meinen räumlichen Gegebenheiten ein bisschen aufpassen. So, ich sehe gerade, es könnte ein Problem geben mit meiner Geschichte. Mit dem Laserbohr. Ich sehe schon, und es gibt ein Problem. Ha, 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 ha. Schade, schade, schade. Wir können keinen Tesafilm verwenden oder kein Klebeband, weil die Holzkonstruktion im Flieger dieses verhindert. Ich kriege das Rohr nicht weiter geschoben. Ich muss also meine Klebebandgeschichte wieder revidieren. Macht es nicht. Funktioniert nicht. Das heißt, es muss einzig und allein die Kennzeichnung mit meinem Eddy ausreichen. Na gut, habe ich nicht besser gewusst. War gut gemeint, funktioniert. Im Moment ist da, Klebeband müsst ihr wieder runter machen. Ist eine Sackgasse, funktioniert nicht durch diese Holzkonstruktion.
Was ihr allerdings trotzdem machen solltet, was ich ja gemacht habe, mit einem Edding-Gestell kennzeichnen, wie weit ihr das Rohr einschieben müsst in die Tragflächen, bevor es fixiert. Damit kommt ihr auch hier durch diese Holzkonstruktion und alles wird gut. Okay, Montage, Hochzeit, wie auch immer, wie will man das auch sonst nennen. Wir schieben das Rohr durch. Hierbei ist auch zu achten, dass wir hier zu anecken. Das ist so eine recht große Maschine. Wichtig ist, dass er darauf achtet, dass ihr nicht die Kabel hier einklemmt. Ich habe die Verlängerung jetzt dran. Die Tragflächen sind montiert. Ich muss gleich dazu sagen, die gehen sau stramm drauf. Das liegt daran, dass das mehr wie eine Presspassung ausgelegt ist. Ich hatte Mühe, die Tragflächen überhaupt montiert zu bekommen. Ich habe dann mit dem Teppichmesser an einigen Stellen, wo das geschrumpfte Material kollidierte mit dieser Holzkonstruktion, habe ich ein bisschen freigeschnitten, habe auch diese ganzen Teile so ein bisschen eingefettet, eingeschmiert, dass das leichter ineinander geht. Dennoch hatte ich große Mühe, das Ding zu montieren. Da muss ich nochmal gucken, wahrscheinlich, wenn man das 3, 4, 5 Mal demontiert und montiert hat, wird das wahrscheinlich immer leichtgängiger. Wir wissen ja, wie das ist. So, im Großen und Ganzen ist eigentlich die Montage somit beendet. Ja, was fehlt uns noch? Der Antrieb. Der Antrieb fehlt uns. So, das heißt, wir müssen die Luftschraube montieren. Und nun kommen wir zu unserer Montage der Luftschraube. Ich habe die mal draufgesteckt, diese Dreiblatt, die E-Prop von Graupner. Ich habe auch ein Reduzierstück hier in der Mitte montiert. Und man hört es, ganz leicht berührt sie diesen Rumpf. Ich habe absichtlich die 9 Zoll genommen, weil ich wusste, es wird knapp bis vielleicht sogar, dass sie berührt, das war mir klar. Aber ich wollte nicht so eine winzig kleine Luftschraube hier haben und dann das im Verhältnis dazu diesen Riesenflieger. Das gibt dann hinterher ein Problem. Ja, was ist zu tun? Der berührt den, was machen wir? Wir könnten jetzt hier was ausgerben, was äußerst unelegant wäre. Ich werde diese Luftschraube auswuchten. Ich werde sie, indem ich hier überall so ein kleines bisschen, ein paar Millimeter abkappe, dass er hier nicht mehr berührt. Ich werde also hier was wegschneiden. Ich werde es an den Spitzen ganz gleich kürzen und dann auch auswuchten. Ganz wichtig, die Luftschraube muss immer perfekt ausgewuchtet sein. Umso ruhiger läuft das Ganze vibrationsärmer, weil wenn wir hinterher vorne eine Kamera montieren wollen, wäre es nicht so schön, wenn von dieser Luftschraube Vibration ausgehen würden. Also, die muss ausgewuchtet werden. Um zu zeigen, wie groß doch der Größenunterschied ist vom Easy Star 2 zu diesem Sky Surfer, habe ich die jetzt mal hier auf der Erde hingelegt. Und ihr könnt sofort sehen, der Easy Star sieht aus wie eingelaufen, wirklich wie ein Spielzeug dagegen. Wenn man sich dann jetzt mal so das hier anschaut, dieser Easy Star ist wirklich winzig an und für sich gegen diesen recht großen, das hat hier bei der Neuerung gemacht, aber gegen diesen recht großen Sky Surfer hier, wirkt dieser hier wirklich zwerghaft. Ich kann hier nicht mal drauflegen, das ist ja ist wahnsinniger Größenunterschied, was wir hier haben. Allein die Heckflossen, wenn man das so guckt, da ist diese hier fast gar nicht da dagegen. Das ist wirklich Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Dass dieser hier entsprechend wenig Tragkraft hat, wird einem bei diesem Größenunterschied relativ schnell deutlich, dass man in diesem Modell weitaus mehr Kamera-Equipment einpacken kann, wie in diesem Modell. Hier ist übrigens noch bei meinem Easy Star
meine Kameramontage zu sehen. Ich will mal kurz vor dem gehen. Das hatte ich damals so gelöst, ein Alublech entsprechend gebogen, wie diese Form ist. Und das Ganze hier mit diesen Klettbändern fixiert. Hier ist der Fuß von der GoPro angeklebt und man konnte dann im Prinzip hier nach vorne raus filmen. Damit das Ganze überhaupt funktionierte, musste ich hier hinten jede Menge Gegengewichte montieren, damit der Schwerpunkt wieder passte. Und ich hatte dennoch Riesenprobleme, dieses Modell überhaupt zu starten. Ich musste, wenn ich aus normaler ebener Höhe starten wollte, hatte ich im Schnitt so 3 Startversuche nötig, bis ich dann so mit Ach und Krach den Flieger hochgekriegt habe. Ich denke mal, mit diesem Riesenmodell wird das kein Problem sein. Da kommt jetzt nur noch ein bisschen Elektrik rein. Der Propeller wird einen Hauch gekürzt und somit müsste das Ganze fertig sein. Die Programmierung wird die gleiche sein wie hier beim EasyStar. Die Kanäle werden so genauso belegt und dann müsste das Ding fliegen, nicht? Also, von meiner Seite bautechnisch ist hier erstmal Ende Gelände. Hat Spaß gemacht. Ihr seid natürlich beim Erstflug dabei. Macht's gut. Tschüss.